Game over. Moin, werter User. Du hast auf dieses Video geklickt, also bist du A, entweder ein Horrorfilm-Fan oder du möchtest gerne noch ein Horrorfilm-Fan werden oder fragst dich einfach, was dieses Thumbnail bitte ausdrücken soll. Erstmal vorweg, du kennst mich nicht und ich kenne dich nicht. Und dennoch liegt mir etwas an deinem Seelenheil, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe einen Trend in der Zeit bemerkt hier auf YouTube, der mir missfällt, und zwar, dass ein bestimmter Film verharmlost wird in seiner Art und Weise, wie er auf dich wirkt und wie man ihn und ob man ihn ernst nehmen sollte oder nicht, und ob er wirklich so brutal ist, wie Leute sagen oder nicht. Ich werde diesen Film mir auch nicht benennen. Ich werde ihn abkürzen. Also quasi, ich werde ihn nur als Akronym halt hier ausdrücken, mit den Anfangsbuchstaben halt der jeweiligen Worte, die diesen Film halt bezeichnen. Und ich möchte nur eins sagen, glaubt diesen Videos nicht. Dieser Film, ich nenne ihn jetzt ASF, hat nichts mit reiner Brutalität zu tun, die man sonst in Horrorfilmen vorfindet. Okay, das ist nicht das Hauptaugenmerk des Films. Also hört auf keinen Fall auf irgendwelche Videos, die euch glauben machen wollen, der sogenannte ASF-Film wäre nicht der brutalste Film, den es gibt. Oder diese und jene Horrorfilme wären brutaler als ASF. Dieser Film ist nicht so grotesk, weil er brutal ist und kam deswegen nicht in den Mund aller Leute damals und ist auch nicht damals auch vor Jahren viral gegangen, sondern weil er abartig ist und widerlich. Und es gibt einen Unterschied zwischen körperlicher Gewalt in Horrorfilmen, ne, die Zerstörung des Opfers und so weiter und Blut und Gore und, en masse, wie auch immer, und sexueller Gewalt, Enteignung des Körpers oder Nötigung oder was auch immer, und das absolut auf die Spitze getrieben. Das müsst ihr euch so vorstellen. Und das macht genau diesen Film aus. Und das ist eine Form von einen Horrorfilm zu zeichnen, davon kann ich nur abraten, das sich reinzuziehen. Es ist tatsächlich eines der Werke, wo ich sage, und ich habe sie alle, ich habe eine Menge gesehen, okay, an ach so brutalen Horrorfilmen. Martyrs, Inside, halt diese berühmten französischen Filme, Horrorfilme. Dann aber auch natürlich Texas Chainsaw Massacre, The Hills Have Eyes 1, 2 und gibt's auch schon 3, ich weiß es nicht. Wrong Turn, Terrified auch in letzter Zeit. Und sie können alle keine Kerze halten. They can't hold a candle, wie man so schön sagt. Zu dem Film ASF. Weil es in dem Film nicht um brutale Gewalt per se geht. Okay? Sondern um das, was ich vorher schon bezeichnet habe. Und wenn irgendjemand Probleme auch nur ansatzweise hat mit sexueller Gewalt, auch nur ansatzweise, oder mit Enteignung eines anderen Körpers oder was auch immer, was der gesunde Menschenverstand eigentlich gebieten sollte, bin ich der Meinung, dann schaut diesen Film bitte nicht. Tut es euch nicht an, lasst es sein. Bewahrt euch davor. Ich kann euch nur dringend davon abraten. Ich wünschte, ich hätte diesen Film nie gesehen. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Hört nicht auf andere Leute, die da nur meinen, die da nur auf dem Brutalitätslevel gehen. Das ist nicht alles, wonach man gehen sollte in Horrorfilmen. Und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Nerds. Adios.